dass man nie zu alt ist, um etwas Neues zu entdecken. Dann geht die Welt auch nicht unter. Dass Ananas süßer wird, wenn man Salz drauf streut. Meine Work-Life-Balance, wie man auf gut Deutsch sagt, weiter schön ausgeglichen zu halten. Dann möchte ich, dass es mir so gut geht wie den 600-Jährigen, die ich jetzt für Zeit mit deiner Welt getroffen habe. Dann wäre es interessant zu wissen, was ich heute machen würde. Die Frage tatsächlich, ob wir landen können, weil es so wahnsinnig neblig war an diesem Tag. Hoffentlich passiert irgendwas, wovon wir jetzt noch keine Ahnung haben. War eine gute Entscheidung. Eine tägliche Show ist durchaus spannend, ist aber manchmal auch Leistungssport. Oh, schade, dass du nicht wäre gefragt hast. Das wäre einfacher gewesen. Ich glaube, eine unangenehme Situation vor der Kamera habe ich noch nie erlebt. Wenn ich auf der Bühne feststellen würde, dass ich den Hosenstall noch offen habe. kann das eigentlich keine Sendung von mir gewesen sein. Ich habe immer gesagt, ich möchte irgendwann mal einmal die Tagesschau lesen, aber die um 20 Uhr, nicht die um Mitternacht. Dann müsst ihr erstmal Zeit dafür haben. Weihnachten habe ich noch nie gearbeitet, genauso habe ich Silvester noch nie gearbeitet. Und das werde ich immer beibehalten, damit ich Weihnachten Zeit für meine Familie habe.